Mahlzeit, Leute, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ich lade das Spiel jetzt einfach mal gerade neu, nachdem wir hier im letzten Teil ja festsaßen und ich keine Option hatte, da irgendwie weiterzukommen. Und wir fangen tatsächlich. Ne, okay, wir stehen vor dem großen Raum, okay. Also, da bin ich mal gespannt. Jetzt werden diese Relikte oder diese Wächter jetzt ja nochmal auftauchen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich dann irgendwie irgendwas machen kann an diesen Konsolen. Denn gerade ging es ja nicht, ihr habt es ja gesehen. Also, schauen wir mal. Unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Der Schacht ist abgeriegelt. Verdammt! Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Man kann nie vorsichtig genug sein! Erledigen Sie sie! Sind Sie sicher, dass sich dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Ziemlich sicher. Konzentrieren Sie sich auf die Relikte! Oh. Ich hatte gerade auch noch ein Relikt irgendwie angezeigt, mein. Naja, das ist jetzt auch da. Dieser helle Punkt. Der ist jetzt aber auch noch da. Moment, das ist doch jetzt das Geschütz hier, was ich kaputt mache. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Vielleicht darf ich das Geschütz nicht kaputt machen. Okay, nehmen wir uns die beiden Konsolen vor und jetzt schließen den Kreislauf. Ah, okay, die Konsole war gerade einfach nicht da. Das Ding war gerade einfach weg, das war ja nur auf dem Boden. Okay, dann kann das natürlich auch nicht funktionieren. Diese Konsole hatte ich gerade ja gar nicht. Wahrscheinlich, weil das Geschütz noch da war. Vielleicht hätte ich das Geschütz platt machen sollen. Denn jetzt ist auch dieser Punkt weg. Der Punkt war das Geschütz. Okay. Aber auf der anderen Seite war ja auch keine Konsole. Der Gravitationsschacht ist weiterhin abgeriegelt. Okay. Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu haben. Das war ja gerade auch nicht da hier. Das Gerät ist online so. Und erzeugt einen Schild. So sah es gerade nämlich auch aus. Wenigstens ist es nicht feindselig. Nur ohne den Schild. Ein Verteidigungssystem nach dem anderen. Vorausgesetzt, es sind Verteidigungssysteme. Also gut. Dann war es einfach nur buggy. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. Sehr wohl. Ab dafür. Hier liegt kaum Staub. Wie alt ist diese Art? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war. Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Mist, die Leitung ist undicht. Seien Sie vorsichtig. So können Sie auf keinen Fall auf die Konsole zugreifen. Und ohne die Flüssigkeit haben wir hier auch keine Energie. Verdammt. Verdammt, Mann. Vielleicht waren diese Vorrichtungen weiter oben ja deshalb abgeschaltet. Wie auch immer. Wir werden jetzt auf keinen Fall wieder umkehren. Es muss eine Möglichkeit geben, das Leck zu stopfen. Da rührt sich nichts. Solange die Leitung undicht ist, gibt es hier nicht mal genügend Energie für die Tür. Ryder, hier oben! Wo denn? Was ist passiert?
keine der Türen hier oben funktioniert. Die Leitung hat ein Leck. Moment mal. Die Beobachter haben merkwürdige Laserfrequenzen eingesetzt, um eine kaputte Wand zu reparieren. Ich sende die Frequenzen an ihr Universalwerkzeug. Vielleicht können sie die Leitung reparieren. Und da sind sie. Ich probier's mal. Das System reagiert auf diese Frequenzen. Wir haben es zwar nur notdürftig geflickt, aber es müsste halten. Gut gemacht. Wenn die Reparatur erfolgreich war, müsste die Konsole jetzt funktionieren. Schauen wir mal. Bin gespannt. Sieht aus, als hätte es funktioniert. Und da ist sogar eine Brücke. Sie sind echt ein Schatz, Ryder. Wo wollen Sie hin? Die Quelle der Systemabriegelung muss ganz in der Nähe sein. Wer als erster da ist, sackt den ganzen Ruhm ein. Wir werden sie schon einholen. Vorausgesetzt, diese Tür funktioniert jetzt auch. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob diese Tür jetzt funktioniert. Das sieht doch gut aus. Sehen Sie sich das an. Wie kommen wir darüber? So. Das wäre geschafft. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Schickes Blümchen. Moment mal. Pflanzen? Hier unten? Sie sehen sie auch? Ich dachte schon, dieser ganze Gravitationskram hätte mir die Augen ruiniert. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. Was ist das denn hier? Ach so, das ist so eine Hilfsgeschichte, glaube ich. Okay. Ja, gut, okay. Habe ich den Dreh raus. Das wird auch mal Zeit. Wir kriegen Gesellschaft. Ja, das dachte ich mir, als ich die Munikiste gesehen habe. Noch einer. Die hatten wir. Das hat einen neuen Weg erschaffen. Ich denke, es ist der richtige. Wenn wir wieder zurück, ich denke, es ist der einzige, ihn erreichen können. Was haben wir hier Schönes? Sieht wie ein Nebenraum aus. Was nicht heißt, dass es hier drin nichts zu holen gibt. Oha, nicht gut. Ach, das wird schon. So, alles cool hier. Oh, okay. Wir sind... Nein, das war nur das Licht. Oh. Sehen Sie, nichts passiert. Okay, was ist das hier?
Ja, das war so klar. Ne, ist nur umgefallen. Okay. Schon okay. Kein Problem. Das weiß ich doch. Okay, schnell raus hier. Das ist mir viel zu unheimlich. Also, weiter geht's. Aber wo? Nein. So, also hier komme ich ja bestimmt nicht rüber. Muss ich jetzt echt den ganzen Weg zurückgehen? Kann nicht wahr sein. Beobachter, Sie kommen auf uns zu! Hm. Oh. Wow. Ich habe gerade ein Dutzend Beobachter gesehen, die um einen Wasserfall herumgeflogen sind. Wie ein Vogelschwarm. Es ist faszinierend. Das hier ist wirklich ihr Zuhause. Wir werden sie nicht mehr lange stören. Aber ein bisschen Zeit lassen wir uns doch noch, oder? Sie würden nicht glauben, was für Daten ich hier sammle. Die Panzerung kompensiert den Aufprall. Wir haben einen Weg zur Wow! Zur Wow? Oh! Die sind ganz schön nervig. Wir haben jetzt schon zwei Gravitationsschächte nach unten genommen. Und dieser Ort reicht noch tiefer. Ich bin gespannt, was uns ganz unten erwartet. Ich will gar nicht nach ganz unten. Sache, wir finden es nicht auf die harte Tour raus. Das ist selbst mit Jetpacks zu weit. Yeah. Wow, ist das cool. Ja, stimmt schon. So, weiter geht's durch diese große Tür. Spüren Sie das? Der ganze Boden vibriert vor... Weil wir so fett sind. Wir müssen nah dran sein.
Kein Zweifel. Oh. Das hier ist das Herz des Gewölbes. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Ne? Ist für mich auch Premiere. Sämtliche Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Das muss die Abregelungskonsole sein. Ich würde jetzt gerne meinen Kopf reinstecken. Was ist das, Sam? Es scheint in Beziehung zu der Abriegelung zu stehen. Mehr lässt sich ohne Untersuchung nicht sagen. Kannst du sonst auch alles scannen? Abriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenwandler sollten bald wieder funktionsfähig sein. Ryder? Die Abriegelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir doch... Ärger kriegen? Sollten wir... Phoebe, zurück zum Eingang, sofort! Ich hab's gesehen! Was ist das? Gehen Sie kein Risiko ein! Verschwinden Sie einfach! Oh. Vorsicht! Entlüftungsöffnung! Das ist zu weit für einen Sprung! Haben Sie noch eine Brücke in petto? Ah, sicher. Kein Ding. Wäre ratsam zu fliehen, Ryder. Ah! Ah, hier komme ich nicht durch. Scheiße. Ich laufe ja schon. Ich mache ja schon. Nicht gut aus. Nicht stehen bleiben! Ein weiterer Gravitationsschacht! Er könnte sonst wohin führen. Er führt von hier weg. Wir nehmen ihn. Okay. Es ist immer noch aktiv. Es säubert das gesamte Gewölbe und tötet alles, was ihm im Weg steht. Ja, uns zum Beispiel. Wir wollten doch nur spielen. Wow. Oh, scheiße. Ach, sie sind dabei. Wir haben es fast geschafft. Die Barriere ist weg. Schnappen Sie sich das Ding, wenn Sie wollen. Aber das wird eine knappe Nummer. Und raus sind wir. Wir haben es fast geschafft. Wo ist mein Baby? Hallo? Baby. Komm schon. Los, 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 los! Ha, es ist direkt hinter uns! Zum Gravitationsschacht! Sie rührt sich nicht! Entriegeln Sie sie! Konsole stellt Verbindung zur Oberfläche her. Mach schon! Gewölbe Neustart abgeschlossen. Huh. Na guck. Das war ganz schön hektisch. Das war irre und hat Spaß gemacht. Ein Wettlauf mit dem Tod, nicht schlecht.
Aber nichts gegen die Reaktivierung eines riesigen Gewölbes. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja, da sind wir. Das ist Eos. Wow, hat der Systemstart das bewirkt? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein. Möglich, aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Es bewerkstelligt Unmögliches. Darüber können wir nur spekulieren. Solange es uns ihre Erbauer nicht selbst erklären, können wir nur spekulieren. Wir haben Bots gesehen, lebende Pflanzen, Atmosphärenwandler. Irgendein Unternehmen zu Hause hat mal einen Eiskometen auf eine Wüstenwelt stürzen lassen, um Regen zu erzeugen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht war der erste Wandler, den wir gesehen haben, ja nur defekt. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen, einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. Das ist anders. Ist es vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft. Puh, das war aufregend. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht so Weltenformer gibt es, dass das jetzt nicht so Assassin's Creed Syndicate Mafia 3 mäßig wird, wo man im Prinzip auf jeder Welt so einen komischen Terraformer hier umprogrammieren muss und es letztendlich immer wieder das gleiche ist. Das wäre echt blöd. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Was für ein Himmel. Was? Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell. Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. Eos könnte erschlossen werden. Ja, cool. Wir können Fuß fassen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Anfang. Diese Relikttechnologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Das schaffen wir schon. Ein Handbuch könnte trotzdem nicht schaden. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Wir? Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken. Und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Ja, klar. Willkommen an Bord. Wir besorgen Ihnen einen schicken Jobtitel für Ihre Koje. Ich brauche nur eine Truhe. Datenpad, Zahnbürste, saubere Unterwäsche, das reicht mir. Wir sehen uns später. Kannst bei mir pennen. Das wird bestimmt interessant. Das schreit nach Strangem Alien Sex. Und jetzt so. Zu unserem neuen Außenposten. Das sieht doch echt mal schnieke aus hier. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Der NAV-Punkt ist vermerkt. Ich informiere die Tempest. Die Nexus kann es kaum noch erwarten, Ryder. Die Kolonisierungsschiffe sind unterwegs und bereit für den Einsatz. Okay, machen wir es wahr. Alles klar. So, wir schauen uns zusammen unsere neuen Fähigkeitspunkte an. Wir haben wieder 4 Stück. Und ich glaube, ich investiere erstmal alles in Verbrennung, weil ich diesen Skill ziemlich cool finde. Okay, jetzt haben wir hier Radius. Oder mehr Schaden. Plus 15% Schaden über Zeit, plus 30% Dauer. Schaden gegen Panzerung, verschießt 2 Projektile statt einmal auf verschiedene Ziele. Auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich gehe hier drauf. So, das hat auch schon 4 Punkte gekostet. Na gut. So, Cora Baby hat 3 Punkte.
hier drauf. Und der gute Liam. Nein. Ah, nein. Nein. Ach, Mann. Na, mach doch. Chaosangriff. Na, Liam ist so ein kleiner Tollpatsch. Der stirbt gerne. Von daher gehe ich bei ihm lieber mal so ein bisschen hier noch auf Verteidigung. Ach, kann ich gar nicht. Brauche ich 3 Punkte für. Ah. Blöd. Dann kann ich ja letztendlich nur Chaosangriff nehmen. Okay, so sei es. So, Leute, das war doch wohl super aufregend. Und darum an dieser Stelle jetzt Schluss mit lustig. Danke fürs Zuschauen und im nächsten Teil seid ihr hoffentlich wieder am Start. Hier bei Mass Effect Andromeda, wenn wir dann unsere erste Basis mehr oder weniger errichten, denke ich mal. Oder so. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.